Also gut, jetzt geht's los. Eine Stunde später. Nur noch ein paar Sekunden mentaler Vorbereitung und dann streiche ich diese Wand an. 2 Stunden später. Ich stehe kurz vor dem Beginn. 3 Stunden später. Fängst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder aus. Kein Problem, jetzt schlag ich zu. Und nicht vergessen ist der Finger. Oben wird man dich loben. Du schaffst das schon, SpongeBob. Es ist ganz einfach, nur 10 Worte. Ich habe in der Bootsfahrschule gelernt, dass... Pünktchen, Pünktchen, Punkt. Ich schaff das, ich schaff das. Ich habe in der Bootsfahrschule gelernt, dass... Ich habe in der Bootsfahrschule gelernt, dass... Ich schaff das, ich schaff das. Mann, ist das heiß hier drin. Warum ist es nur so heiß hier? Au, meine Hand. Ich habe einen Krampf in der Hand. Es tut so weh. Und Mrs. Puff, wie lautet meine Endpunktzahl? 6. Hau. Und wie viele Punkte brauche ich, um zu bestehen? 6. 100. Wie jetzt? 600. Du brauchst genau 600 Punkte und du hast 6. Kein Problem. Das verkrafte ich schon. Was soll's? Wenigstens bekomme ich dann ein ganzes weiteres Jahr von Ihnen. Heiliger Neptun, noch ein Jahr mit ihm. Walfischdreck, dreckiger Walfischdreck. Ich muss das unbedingt verhindern. Nur wie? Es gibt nur einen Ausweg. Das letzte Schlupfloch eines Lehrers. Bonuspunkte. Ich pack aus. Ich pack aus. Lass mich ans Steuer, SpongeBob. Lass mich ans Steuer. Ich pack aus. 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 Ich hab ausgepackt. Ahoi, Sir. Was war denn das? Aber, Sir, sie hat mir aufgelauert. In meinem eigenen Dojo. Hat man dir irgendwelche Medikamente verordnet, Minion? Nein, Sir. Ich trainiere nur Karate, Sir. Oder Karate, wie manche sagen. Karate? Junge, hier geht's um Umsätze. Und die macht man in der Küche. Und jetzt ab an die Arbeit. Ei, ei, Kapitän. Hübsches Toupet, Thaddeus. Ja, das Krabbyland. Das tollste Erlebnis im ganzen Ozean. Für Kinder mit Geld. Willkommen in der großen Krabbe, junger Mann. Wie ist dein Name? Manfred. Schön, dass du da bist, Manfred. Aha, okay, Bargeld. Ich meine, Kinder. Es wird Zeit für die große Enthüllung des Bargelds. Ich meine, Krabbyland. Ich hab hier etwas für euch. Sehr schön, unsere kärgliche Entlohnung. Ah, dieser süße Geruch nach Zahltag. Hä? Oh, tut mir leid, das geht in die Reinigung. Hier, das ist ein Scheck. Was soll das? Ich soll dafür zahlen, bei Ihnen an der Kasse zu stehen? Was soll denn dieser Quatsch? Sind Sie jetzt völlig verrückt geworden? Ja, hallo. Ich wollte fragen, ob Sie den Song nochmal spielen könnten. Welchen meinst du denn? Na, der geht so. Bi, bu, bu, ba, bu, bu, bi. Nee, Mann, du meinst wohl bi, bu, bu, ba, bu, bu, ba. Bi, bu, 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 ba. Bi, bu, bu, ba. Bu, bu, bi, ba. Nicht bi, bu, bu, bi. Ba. Bi. Bu, bu, ba. Ja, was? Wie? Ein perfekter Kreis? Nochmal. Zeig mir, wie du das machst. Naja, erst mal ich den Kopf. Dann radiere ich ein paar Details weg. Und dann 1, 2, 3. Ein Kreis, Dingens. Gib das her. Sieht so aus, als ob die Aufregung meines künstlerischen Triumphes zu viel für Thaddeus ist. Naja, zurück in den Müll. In den Müll, in den Müll, in den Müll, in den Müll, in den Müll. Geht wieder zurück aufs Schiff. Es ist und bleibt ein Rätsel. Das sind ja ein paar Dödel. Ja, aber es sind meine Dödel. Hier geht's nicht um sowas oder sowas, sondern hier geht's um sowas. Halt! Ich weiß, was jetzt kommt.
Sie wollen, dass ich in den nächsten Laden renne und irgendwelche Sachen für Mrs. Puff kaufe, die sie gar nicht braucht. Und dann soll ich wieder hierher rennen, nur damit Sie sagen können... SpongeBob, du wirfst mein Geld zum Fenster raus. Und dann sag ich, aber Mr. Krabs, ich habe nur getan, was Sie gesagt haben. Und dann sagen Sie, hier geht's nicht um das oder das, sondern hier geht's um das. Der Schatz des Holländers. Naja, ihr habt mir eine Menge Graberei erspart und deshalb bekommt ihr auch eine Belohnung. Wow, Gott, du Blone! Moment! Ich bin der Captain dieser Crew. Hier ist eine Kleinigkeit für deine Bemühungen. Gold, 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 Gold! Hä? Das ist nur eine kleine Schatzkiste aus Plastik. Plastik! Berührt. Nicht berühren. Wow, die Harpune aus Die Killerqualle Teil 2. Berühren. Nicht berühren. Guck, da ist Dr. Manowar. Er ist von Big Lenny gestochen worden und er hat es überlebt. Schmerzhaft ist aber nur die Berührung. Berühren. Muss ich eigentlich ständig hinter dir her sein? Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. Tobanga nö. Tobanga nö. Tobanga nö? Tobanga nö. Nein, 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 nee, 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 der auch nicht, nein, nein. Ich hab jetzt jeden einzelnen Grabstein abgesucht und immer noch kein Smitty, Schickel, Dickel, Blixer. Denk nach, Krabs. Vielleicht hat SpongeBob was gesagt, das dir einen Hinweis gibt. Das Ablecken von Türknöpfen ist auf anderen Planeten illegal. Nein, nicht das. Sie erraten nie, was letzte Nacht in meiner Socke war. Na los, raten Sie. Nein, 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 nein. Es war seine Mütze, Mr. Krabs. Er war die Nummer 1. Ja. Herzlich willkommen im salzigen Spucknapf. Wie hart bist du? Wie hart ich bin? Wie hart ich bin? Ich habe eine Schüssel Nägel zum Frühstück verdrückt. Na toll, und? Und zwar ganz ohne Milch. Bitte? Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Einst lebte ein Mann in Peru, dem träumte, er aß seinen Schuh. Er erwachte voll Schreck und der Schuh, er war weg und der Schnürsenkel gleich mit dazu. Toll. Hackfleisch, Hackfleisch auf die Spaghetti drauf. Ravioli, Ravioli und Parmesan zuhauf. Hey, da ist kein Eis drin. Eis? Eis? Sie wollen Eis? Ja, wie soll ich sagen, das Eis ist heiß. Die finstere Tat, sie ist nun vollbracht, Sir. Ich hol's mir selbst, das Eis ist doch... Hier gibt's kein Eis. Hier hat's auch noch nie welches gegeben. Eis ist ein Gerücht. Hör mir zu, Krabs. Wenn ich deine Formel für die Krabbenburger entdeckt habe, kannst du deinen Laden zumachen. Ich war schließlich an der Uni. Chiak Kazin. Äußerst ärgerlich. Jetzt kommt der miesepetrige Thaddäus. Du sollst keine Figuren nach mir benennen. Auf der Welt gibt's nur Idioten außer mir. Stimmt ja auch. Vielleicht wird er ja lebendig, wenn wir ein Lied singen. Los geht's. Oh, es war einmal ein Schneemann. Das Leben ist so extrem, wie man's haben will. Vielleicht haben wir falsch gesungen.